Tower Bridge, Big Ben, Royals und Agenten im Auftrag seiner Majestät. Ganz klar, wir sind in London, einem der beliebtesten Reiseziele der Welt. Auf einer besonderen Mission sind unser Achim und seine charmante Begleitung Kim. Sie haben die Lizenz zum Testen. Wie gut sind die neuen Attraktionen der Metropole? Alter, was ist denn das? Kim ist ein Social-Media-Star. Von ihren englischen Kolleginnen hat sie coole Tipps für neue Aktivitäten bekommen, die man unbedingt erleben muss. Beim ersten Stopp gehen die zwei baden. Hui. Wo fahren wir denn jetzt hin eigentlich? Ja, ich hab dir doch gesagt, wir gehen noch schwimmen heute. Ah! Ja. Und damit fahren wir mit der U-Bahn? Wir fahren jetzt mit der U-Bahn zu einer Stelle, wo wir dann schwimmen gehen. Direkt in der Themse? Ja. Hast du Badehose dabei in deinem Rucksack? Ich hab meine Badehose halt immer dabei. Egal, wo ich bin auf der Welt, ist ja klar. Normal. Noch weiß Achim nicht, was ihn wirklich erwartet. Baden in der Themse kann ja nicht ernst gemeint sein. Was hat Kim vor? Mit der London Underground, der ältesten U-Bahn der Welt, fahren die zwei zu einem modernen Viertel etwas außerhalb der historischen Stadtmitte. In Canary Wharf sind Neubauten rund um die alten Dockyards gebaut. Hier wurden früher Schiffe gebaut und repariert. So, jetzt sind wir an der Bootsanlegestelle, ja? Ich hab dir gesagt, wir gehen schwimmen. Ja. Ich hab ja nicht gewusst, was du mit ernst meinst. Wir gehen aber nur in ein Boot rein. Ach so, wir fahren sozusagen mit Boot. Ja, aber in der Badehose. Ach du Scheiße. Hallo. Hallo. Fine, thank you. Habt ihr eine Reservierung für heute? Yeah. Kurze Sicherheitseinweisung, eine Unterschrift und schon ist man ein Kapitän. Jetzt werde ich ja weich, Junge. Eine Badehose vom Bootsverleiher gibt es auch. Na, wie sieht aus? Also, ich finde, die Engländer haben auch ein bisschen was Verrücktes an sich. Die beiden gehen tatsächlich baden. Oh, das ist schön warm. Ein schwimmender Pool. Wie cool. Au, ist aber warm. Ist aber ganz schön hot, wa? Hot Pot. Richtig heißt es Hot Tub. So heißen die Boote auf Englisch. Jetzt steuern. Steuern. Jetzt zu ihr. Ja, jetzt steuerst du. Achim hat es kapiert. Ist doch ganz einfach. Nach rechts steuern, Boot fährt links. Und umgekehrt. Kim will auch mal ans Ruder. Ich hab dir das doch alles erklärt. Ja, du hast es nicht geschafft, deshalb muss ich machen. Habe dir das doch alles ganz genau erklärt. Aber jetzt passiert links ja gar rum, rechts rum. Ja, du musst auch mal lenken. Der Skipper taucht jetzt mal unter. Wir müssen eigentlich links an diesem Big Easy vorbei. Boah. Jetzt geh weg hier, lass den Onkel mal machen. Oh Mann. Jetzt fahren wir schon wieder im Kreis. Also du bist verrückt. Setz dich mal jetzt ein bisschen formschön hin. Ist eine Katastrophe. In Wahrheit haben sich Kim und Achim richtig lieb. Die beiden freuen sich wie kleine Kinder auf das Planschen mitten auf der Themse. Einer spielt Kapitän, der andere klappt den Schornstein um. Nur so kommt man unter den Brücken durch. Ich habe meine Aufgabe erfüllt. Ich hab's geschafft. Wir haben's geschafft. Ja. Wir sind Sieger. Ich dachte, wir sind da irgendwo dran gekommen. Jetzt kann ich ihn wieder hochmachen, ne? Ja. Wenn etwas Unerwartetes passieren sollte, ist ein Security-Boot in der Nähe. Die Rettungsschwimmerin Sydney Dundon passt auf die Gäste auf. Die Hot Tubs kann man täglich, außer an Weihnachten, buchen. Ich finde es im Winter sehr schön, weil das Wasser 44 Grad hat. Eine Bootsfahrt ist toll, wenn die Lichter in den Gebäuden angehen. Minuten für zwei kosten an Werktagen umgerechnet 140 und an Samstagen 210 Euro. Achim und Kim bringen das Boot sicher zurück in den Hafen. Ey, Kimi, wie geil war das denn? Schön, schön aus Barbesuch. Ja, schön, wenn man sitzt und geschippert wird, wa? Hui. Also, ich muss da ganz ehrlich sagen, man will ja nicht weg.
Ja, das war schön. Also ich habe das mit der Lenkung nicht hinbekommen, aber als er gefahren ist, war es dann gut. Die Poolboote sind ein Top-Tipp. Für viele, vor allem junge Leute und Köche, gehören neue Crazy-Food-Kreationen zu den größten Attraktionen der Reise. Kimmy, hast du noch Bock auf Verzüßet? Ja. Na, hier in Chinatown gibt es immer geile Eis. Hier gibt es richtig coole Sachen. Ja. Hier gibt es philippinisches Eis. Oh, das sieht aber scharf aus, wa? Kleine Pfannkuchen, hätte ich jetzt gesagt, aber die heißen bestimmt nicht hier Pfannkuchen. Das sind mit Eis gefüllte Berliner. Echt? Die philippinische Eisdiele namens Mama Sans ist wegen seiner bunten Desserts und vor allem abends proppenvoll. Ja. Sieht ja scharf aus. Ja, das ist lila. Naja, das hättest du jetzt nicht erwartet. Also Berliner mit Eis habe ich noch nie gesehen. Oh. Oh. Das ist Eis. Hey, ehrlich? Boah, das ist wirklich Crushed Eis. Das ist ja gar nicht angenehm. Also das schmeckt richtig gut. Außen warm, innen kalt. Ganz, ganz toll. Also, okay. Und schnell wieder ins Hotel. Kim muss die Fotos vom Tag mit ihren Followern teilen. Am Morgen danach geht es wieder weiter. Ach Achim, da sind wir schon wieder. Wir sind hier aber in London ein bisschen kälter als bei uns, war so, wenn jetzt die Sonne weg ist. Welche weiteren neuen Attraktionen hat Kim für Achim in London ausgesucht? Oh, guck mal, die haben hier Schuluniformen an. Das ist voll toll. Bei Berufsverkehr ist das Bootfahren die bessere Wahl. Aber wie funktioniert es? Ich habe doch keine Ahnung. Irgendein Boot wird schon kommen. Zeit, die Aussicht zu genießen. Ich kenne keinen, der nicht viel lieber jetzt hier sitzen würde und auf die Harry-Potter-Brücke kicken würde. Ich freue mich, dass ich das geschafft habe, mal nach London zu kommen. Wirklich, ohne Quatsch. Ja, mal mit mir. Ja, irgendein Anhängsel hat jeder. Vom Boot aus sieht man die wichtigsten Sehenswürdigkeiten Londons. Und man hat den schönsten Blick auf Big Ben und Westminster. Boah, ich krieg richtig Gänsehaut, ja? Das ist wirklich so. Hi. Sonst siehst du das nur am Fernsehen. Weißt du, denn mit ihm mal bist du hier und wenn man halt noch nie hier war, kriegt man mal Oma Gänsehaut. Und nicht nur von der Kälte, kann ich euch sagen. Kim will zur Station Battersea Power Station. In einem ehemaligen Kohlekraftwerk ist eine spektakuläre neue Attraktion entstanden. Auf einem der vier Schornsteine befindet sich eine 360-Grad-Plattform mit der wohl schönsten Aussicht auf London. Aber wie kommt man da hoch? Das wollen Kim und Achim herausfinden. Jetzt regnet das, oder wie? Also von eben bin ich nicht enttäuscht, vom Londoner Wetter. Das ist genau so, wie ich es mir vorgestellt habe. London ist bei jedem Wetter eine Reise wert. Durch das Nieselwetter lassen sich Kim und Achim die Laune nicht verderben. So schön hier alles. Sie ist schön verrückt, aber sie hat natürlich recht, es ist sehr schön hier. Die gewaltige Power Station war noch bis 1983 in Betrieb. Das Gebäude ist aus zahlreichen Musikvideos und Filmen bekannt. Battersea ist auf Pink Floyd und The Who-Alben abgebildet. Alfred Hitchcock und Monty Python haben hier berühmte Filmszenen gedreht. Der Fußballverein FC Chelsea wollte die Schornsteine erhalten und dazwischen ein Fußballstadion bauen. Doch daraus wurde nichts. So, und was ist hier? Da gehen wir jetzt rein. Da steht ein Schild und das habe ich gelesen und deshalb gehen wir jetzt hier rein. Na, was machen wir denn jetzt hier? Geduld, Achim. Gleich kannst du es selber sehen. Oh, geil. Es sieht schon krass aus. Da haben die hier so eine Mall reingebaut, einfach. Weltberühmte Architekten haben das Kraftwerk zu einer exklusiven Shopping- und Vergnügungspassage umgebaut. Also wir müssen einfach für immer hoch. Nee, da müssen wir. Lift 109. Oder? Ja, glaube ja. Lift 109 heißt die neue spektakuläre Attraktion. Hallo. Hallo. Zuerst werdet ihr eine Lichtshow erleben und seid ein Teil davon. Erst dann geht es weiter zum Lift. Sesam, öffne dich. Hui. Ah.
Achim und Kim haben die Lizenz zum Testen. Was bedeutet, sie haben eine Drehgenehmigung. Wow, so schön. Welcome to Lift 109. Das Feuer verfolgt mich. At the peak of their powers, the furnace is generating a heat so intense, with an incandescence so bright, it seems impossible to look at with the naked eye. Die Animation zeigt die Metamorphose eines der weltgrößten Ziegelbauten von einem Kraftwerk zu einer Top-Touristenattraktion. Hallo! Wir sind jetzt 55 Meter hoch. Oben auf dem Schornstein sind es 109 Meter über dem Boden. Da oben geht's für euch heute hin. Jetzt wird klar, warum die neue Attraktion Londons Lift 109 heißt. Der Aufzug befindet sich in der Mitte des Schornsteins. Achim ist nicht schwindelfrei. Ist es da oben auch sicher? Wir beginnen gleich mit der Auffahrt. An den Ringen am Schornsteininneren sieht man, wie schnell man fährt. Ach du Scheiße. Jetzt siehst du erstmal, ob du einen Durchmesser für so einen Schornstein hat, wa? Warum diese Geräusche die ganze Zeit? Aber wir gehen nicht raus, oder? Ich weiß nicht, ob das auch... Hier drin, hier bin ich sicher. Hier bitte. Alter, was ist denn das? Stehst du hier plötzlich mitten auf dem Schornstein im Freien? Und dann siehst du erstmal, was das für eine schöne Stadt ist. Ja. Und wie unterschiedlich die ist. Guck dir mal die ganzen Bauten an und so weiter. Wie unterschiedlich das alles, die macht es aber mit Liebe. Von oben sieht man die meisten Sehenswürdigkeiten Londons. Und sicher ist es auch. London kann richtig schon was. Sehr vielseitig. Für Erwachsene kostet die Auffahrt 20 Euro. Geöffnet ist bei jedem Wetter von 10 bis 20 Uhr. Nur bei Nebel wird der Ticketpreis erstattet. Ich bin ja völlig geschafft, Junge. Das ist einfach mal toll. Wann ist es hier am schönsten? Bei Sonnenuntergang ist es am besten. Das glaube ich, wenn die Sonne da ist. Man kann den Sonnenuntergang sehen. Einfach toll. Bestimmt. Der 360-Grad-Blick auf London bleibt unvergesslich. Der einzige Nachteil? Nach 5 Minuten auf der Plattform fährt der Aufzug wieder runter. Bei dem hohen Andrang ist es kein Wunder. Unser Rat: die Tickets rechtzeitig online kaufen. Vielen Dank. Bye bye, have a nice day. Ganz toller Arbeitsplatz, mein Lieber. So, jetzt müssen wir die Treppen wieder runter. Ah, ja. Lift 109 ist ein absoluter Top-Tipp für jeden London-Besucher. Das war einfach mal geil. Fantastisch. Das war wirklich geil. Amazing. Welche neuen Attraktionen hat London noch zu bieten? Kim hat für Achim eine aktuell angesagte Food-Kreation ausgesucht, die 2-Sterne-Köche kreiert haben. Von Influencern wird das Gericht online gehypt. Was ist es nur? So, wir gehen jetzt einmal hier lang, ja, in der Seitenstraße. Und dann gibt's was ganz Besonderes, lieber Achim. Echt? Du magst auch gern Hähnchen, oder? Absolut. Ja, hier gibt's auf jeden Fall eine ganz spezielle Sache mit Hähnchen. Das siehst du dann gleich. Im Lokal Foul hat Kim ein Date mit Restaurantchef Andy. Hello, guys. Hello. Hello. Nice to meet you. Nice to meet you. How can I help? Ihr macht ein ganz spezielles Gericht, das wir probieren wollten. Kann ich mal in eure Küche gehen? Ich will mir gerne mal angucken. Er will in die Küche, geht das? Klar, komm mit. In der Küche wird eine Hühnerspezialität zubereitet, die das Restaurant zum Hotspot in London gemacht hat. Der berühmte Hühnerkopf. Das ist der berühmte englische schwarze Humor, glaube ich. Ein Chicken Kopf Pie.
anderen Menschen sowas schon mal gesehen? Nee, glaube ich nicht. Wer ist auf die Idee gekommen, so eine Pastete zu präsentieren? Die berühmten Chefköche Jack und Will, sie haben einen Monat gebraucht, um einen Pie vom Kopf bis Fuß zu kreieren. Der Inhalt der Pastete ist mit Innereien gefüllt. Isst man das alles? Ja, da ist Fleisch drin. Vielleicht nicht den Schnabel. Du kannst aber dran knabbern, wenn du willst. Von Kopf bis Fuß wird alles verarbeitet. Das hält Achim für nachhaltig. Bei Foul gibt es natürlich auch andere Spezialitäten, wie den Chicken Burger. Ob ich jetzt dem Huhn direkt in den Hals beiße, weiß ich nicht. Aber ich versuche es auf jeden Fall erstmal. Das ist geil. Vielleicht schmeckt es ja köstlich. Ich glaube, das bist du. Das bin ich. Oh, nee. Aber guck mal. Da ist jetzt eine Wurst drin, oder was? Hey, wurde der ausgestopft, der Kopf? Den haben sie, den Fleisch und Kopf gestopft. Also, schmeckt cool. Und es wird alles verwertet von dem Tier. Hier war der Hals. Auf jeden Fall auffallend scheint das Motto der Wirte Londons zu sein. Seitdem im Foul der Chicken Pie serviert wird, strömen die Gäste in Scharen hierher. Aber schmeckt voll gut. Und auch so frisch mit dem ganzen Kraut und so da unten. Ist gut. Achim ist begeistert. Alles, was ich gerne esse, ist da drin. Mmh. Wie sagt man hier, delicious, wa? Delicious. Was hat Kim in London noch organisiert? Sie will Achim an einen multidimensionalen Ort namens Frameless bringen. In den brandneuen Hallen am Hyde Park ist Kim mit dem Leiter James Morton verabredet. So, Achim, ja? Wir gehen jetzt zu einer Show. Ich war auch noch nicht da, aber ich glaube, das ist ganz schön. Das sind ja wenigstens überraschend für uns beide. Ja. Hallo, what is Frameless? Frameless ist Englands größtes immersives Kunsterlebnis. Klingt geheimnisvoll. Gemeint ist, dass man selbst ein Teil der Kunst wird. Wie das funktioniert, verstehen Kim und Achim erst, wenn sie 20 Meter unter der Erdoberfläche selbst in virtuelle Welten eintauchen. So wie in so einem Märchen, wa? Hier starrst du nicht auf irgendein Bild in der Galerie, sondern... Du bist im Bild. Du bist im Bild drin. Hier könnte ich einen ganzen Tag zubringen. Hey, ich möchte es ja nicht, ich kriege richtig Gänsehaut, ja? Ich finde, mit der Musik dazu ist es richtig krass. 40 Kunstwerke von Weltrang werden hier zum Leben erweckt. Und man ist als Gast ein Teil davon. Impressionisten, Surrealisten, abstrakte Malerei als virtuelle Welten. So lebendig wie hier haben die Besucher die Kunst noch nie erlebt. Da wird dir schon ein bisschen schwummerig. Und komisch. So macht Kunst auch Kim und Achim Spaß. Verrückt. Also London ist ja schon eine sehr stressige Stadt. Das ist hier wirklich ein perfekter Ort, um einfach mal so auszubrechen und so eine ganz andere Welt zu erkunden. Oder? Ja. Frameless ist selbst für Kunstbanausen und Kinder ein heißer Tipp. Hat Kim noch was gefunden? Na klar. In London gibt es eine große Anzahl an neuen Attraktionen. Zu einer letzten will sie Achim noch entführen. Achim, wir machen jetzt keine Kaffeefahrt, sondern eine Teefahrt. Mit was? Weil in Großbritannien trinkt man ja Tee und deshalb fahren wir jetzt mit diesem Bus. Und Bustour mit Tee? Ja, eine Teefahrt quasi. In einem alten Doppeldeckerbus. Der ist von 1960. Kommt mit rein. Also Achim, wie ist da drin schön ihr Haus? Mal sagen. Hallo. Willkommen an Bord. Gehen wir nach oben? Die Treppe hoch.
Tea Time zelebrieren die Briten zwischen 15 und 17 Uhr. Bei Bridget's Bakery Bustour gibt's Tee und Kuchen täglich von 10 bis 18 Uhr. Also ich finde es toll, das ist so richtig schön kitschig, das ist alles schön bunt und das passt zu mir. Ich finde es super. 1,5 Stunden kosten inklusive Tee und Kuchen 52 Euro pro Person. In einem Café im Zentrum Londons hätte man alleine für die Riesenauswahl an Törtchen mehr gezahlt. Ist süß und schmeckt gut. Also mir schmeckt das alles bis jetzt gut. Das ist schön quitte süß. Also das finde ich richtig geil. Während der Fahrt sieht man die größten Sehenswürdigkeiten Londons. Mit Musik, Tea Time und netter Gesellschaft ist die Sightseeing-Tour ganz nach dem Geschmack von Kim und Achim. Dann probier mal. Aber wir sind noch warm. Ja, dann sag mal, wonach das schmeckt. Scone ist das beliebteste britische Gebäck zum Tee. Weil das ist so richtig frischer, warmer, leckerer Scone. Teig. Das ist geil. Achim wünscht sich einen Stau. Wenn dadurch die schöne Fahrt länger dauert, kostet sie keinen Cent mehr. Also ich muss mal sagen, die Tour musst du mitmachen, wenn du in Ruhe satt durch die Stadt kommen willst. Und auch die Bustour ist eine Top-Empfehlung von Kim und Achim. 2 Tage in London sind wie im Flug vergangen. Jetzt heißt es Abschied nehmen. Tschüss, meine Kleine, vielen herzlichen Dank. Hat Spaß gemacht, oder? Machen wir was anderes. Ja. Wir sind hoch hinaus, tief hinab. Es war einfach nur geil. Also, vielen Dank, Süße. Cheerio. Mission erfüllt. Kim und Achim haben die neuen Attraktionen getestet und können sie allesamt empfehlen. Nach so vielen atemberaubenden Erlebnissen sucht Achim ein ruhiges Plätzchen, was in London am Wochenende keine leichte Aufgabe ist. In einem Pub findet er doch seine Ecke und gönnt sich ein kühles Blondes. Nach London will er bald wiederkommen, denn es war einfach nur cool.